Claudia hat die Kommode fertig abgeschliffen. Und diesmal braucht sie für den nächsten Schritt einen Perfektionisten. Und? Schau. Wow. Was sagst du? Geil, oder? Ja, stark. Das ist die Kommode, die ist so abgeschliffen? So blank? Oder? Sogar die Glocken läuten zu meinem Geburtstag. Ja, aber dass man nicht so viel Zeit hat. Das stimmt. Okay. Das ist also, ein Zeichen, okay. Also, ich weiß nicht, unbedingt brauche jetzt, schau mal. Weil ich habe genug zu tun auch oben. Ja, genau. Mhm. Aber ich brauche dann von dir, dass du das hier abmessst, von allen Seiten, weil das kommt praktisch hier so drauf dann. Siehst du das? Das ist praktisch der Abschluss dann von der Kommode. Und da kommt das Mosaik dann da rein, da kommen dann die Steine rein. Gianni soll messen. Na, hoffentlich gibt's noch eine Ersatzleiste. Ups. Oh, abmessen, es hat aber eben schon nicht geklappt. Die wird zweimal hingucken. Aber ihr Vertrauen ist noch da, das ist gut. Mit dem Vertrauen im Rücken, einer Säge und einer Gehrungslade wagt Gianni den Schnitt. Eine Gehrungslade gibt den 45-Grad-Winkel vor, womit man was rein, wo man was reinlegen kann. Und dann schneidet man automatisch 45 Grad in beide Richtungen. Dann hat man einen rechten Winkel irgendwann. Ich hoffe, dass das hier. Keine Ahnung, wie das. Das geht ja gar nicht. Falsch gesägt? Nee, falsch nicht, aber irgendwie haut es nicht so hin. Erst wenn man es nie gemacht hat, ist natürlich blöd. Oh ja, mit dem Knie, das wird besser. Jetzt wird's exakt. Der Winkel stimmt nicht. Für Gianni ein Drama. Für Claudia halb so wild. Ja, wieso, dann gehen wir da Fugenmasse rein oder so ein bisschen. Das wird schon irgendwie gehen. Komm, jetzt machen wir das. Kein Riesenproblem aus dem Ding da. Ein bisschen Fugenmasse rein passt schon. Meinst? Ja. Die Lösung ist, dass du jetzt die Leiste hier da abknicken musst, damit ich in diese Rille reinkomme. Und erst dann kann ich wirklich einen 45-Grad-Winkel erreichen. Ich hoffe, das. Hey! Abkühlung. Alles im Armatag. Abkühlung. Aber man merkt schon, die Nerven liegen schon so ein bisschen blank, oder? Ja, ist ja alles so gut. Okay. So, ich bin gespannt, ob das hinhaut. Und? Schauen wir mal. Ja, komm, das passt. Ja, komm, okay. Sag mal. Geht doch. Zum Befestigen der Mosaiksteinchen will Claudia Fliesenkleber verwenden. Fehlendes Handwerker-Know-how gleicht sie einfach durch Selbstvertrauen aus. Also ich habe auch sowas noch nie gemacht. Aber ich schätze mal, es ist wie Backen. Schauen wir mal. Das reicht einmal. Und backst du denn oft? Bisschen, aber also jetzt wirklich nicht oft. Aber wenn ich Zeit habe und so, Kekse backen zu Weihnachten oder so, mache ich schon gerne. Stimmt, ist wie Backen. Man muss halt nur den Teig ein bisschen dünnflüssiger machen. Dann muss man den so lange umrühren, bis die ganzen Klümpchen raus sind. Dann nimmt man besser nicht so ein Stäbchen, sondern man nimmt ein Rührgerät. Okay, auf geht's. Risiko. Ja, sieht doch gut aus. Hallo? Stimmt. Erinnert irgendwie an Käsekuchen. Vor allem, nachdem Claudia den Fliesenkleber gleichmäßig verteilt hat. Wir fangen jetzt mal, anfangen wir zusammen mit dem da an, oder? Ja. So, einfach reindrücken und rein. Und immer ein bisschen Abstand lassen, gell? Weil da kommt dann die Fugenmasse rein. Kann man übrigens auch mit Glas schön machen, mit Glasresten. Einfach kaputt hauen, ein paar Gläser da rein, ein paar verschiedenfarbige Gläser und dazwischen ein paar kaputte Fliesensteine. Gut, fest rein. Yes, okay. Wir haben es geschafft. Super. Ja, aber die müssen doch das auch noch verfugen. Wenn du Mosaik machst, du kannst es doch nicht nur draufsetzen so lassen. Du musst dann auch, oder Fugenmasse und so. Ja. Aber die müssen es auch, die müssen es noch trocknen lassen. Auch, ja, beide. Trockenzeit ist das jetzt. Gianni hat inzwischen sein Lampenwerk vollendet. Mit Hilfe eines Spreizdübels befestigt er die Konstruktion an der Decke. Hoffentlich hält's. Sonst steht der Perfektionist gleich mitten in einem Scherbenhaufen. Was wohl Giovanni Trapattoni zu dieser Lampe sagen würde? Irgendwas mit Flasche leer vermutlich. Also ich mache es nur provisorisch, weil es muss ich dann kürzen alles. Nur dass wie das optisch aussieht. Weil ich muss es noch anschließen dann. So. Ungefähr. Das hat was. Na? Sehr schön. Gefällt mir. Das schaut einfach nach nichts aus. Nach nichts. Das ist meine Meinung.
Über Geschmack lässt sich streiten, über die Zeit nicht. 5 Stunden noch. Und außer Wänden und Ziegelregal ist noch nichts ganz fertig. Der Kommode fehlt die Verfugung, die Lampe muss noch angeschlossen werden, Jalousien und Deko fehlen noch ganz. Und, was ist das? Eine Mumie? Ja, das ist sieht fast mein aus, Urgroßvater. Gell? Das kann sich nicht reinstellen, oder? Nee, das ist wirklich mein neues Bett. Berühmtes Bootsregal. Sollen wir es ausbauen? Das kommt jetzt hier statt dem Billy-Regal dahin. Ich glaube, ich würde es mir selber gerne anschauen. Oh, Wahnsinn. Oh mein Gott, das ist fast dasselbe Holz wie. Ach, schau mal das Teil da an. Unsere. Gianni, das ist fast dasselbe Holz wie die Kommode. Wie das, was du jetzt gemacht hast, gell? Für Freude bleibt kaum Zeit. Gianni darf jetzt endlich wieder was perfektionieren. Inzwischen hat ein Elektriker die Flaschenlampe überprüft und angeschlossen. Und Gianni kann sie korrekt anbringen. Aber vorsichtig. Oh, was ist so lustige Geräusche macht. Ja, wenn das Essen fertig ist. Ja, genau. Genau, Essen fertig, bim, bim. Jetzt mach ich später ein bisschen nach oben. Jetzt schauen, ob es funktioniert. Ja, bitte Daumen halten. Bitte. Da können wir ein bisschen runtergehen noch, aber jetzt schauen wir mal. Ja, ein bisschen weiter runter würde ich schon dann noch. Ja, ja, gucken wir mal. Ich möchte es bloß probieren. Oh, oh. Vorsicht! Ah! Ja! Geil! Cool, oder? Wir haben Licht! Die Lampen schauen, also mir gefällt es überhaupt nicht, aber meine Meinung ist jetzt nicht so. Doch, deine Meinung ist jetzt klar, genau jetzt ist deine Meinung gefragt. Also, das schaut wie nach, nach gar nichts. Die Lampe gefällt mir echt gut. Claudia und Annalea wollen den neuen Jalousien eine persönliche Note geben. Dafür verwenden sie eine Schablone und Farbspray. Diesmal lieber mit Mundschutz. Das ist eher Basteln als Handwerk, oder? Geh auf die Plätze fertig. Grün. Ja? Ja, geht's? Ja. Ui. Yay! Wow, das sieht ja geil aus. Cool. Perfekt. So hat mir das vorgestellt. Wow. Genau so. Mal ein schneller Erfolg. Im Wettstreit um die 5000 Euro haben Gianni und Claudia bisher die Wände und Balken gestrichen, ein Regal mit Ziegelwand gebaut, die Stehlampe aufgepeppt, eine Esstischlampe gebaut und die Jalousien bemalt. Kommode und Deko fehlen noch. Euch bleiben noch 3,5 Stunden. Wow. Die Uhr tickt. Das schaffen wir trotzdem. Nee. Das schaffen wir. Na hoffentlich, sonst gibt's Punktabzug. Als nächstes will Gianni einen Spiegel aufhängen. Dafür muss er Trockenwanddübel in die Wand bohren. In diesem Fall ein heikles Unterfangen. Wir sind bei den Nachbarn angelangt. Das ist Zagregips. Was war das, Gianni? Ja, innen drin irgendwas, Staub. Ein bisschen viel Staub. Ist das trotzdem fest jetzt? Ja, klar. Regipsdübel. Die werden einfach reingeschraubt, spreizen sich hinten auseinander. Und dann kann man die Regipsdübel dann als Gegengewinde nehmen. Da kann man was reinschrauben. Lass los, sonst sehe ich nichts. Ja, sieht ganz gut aus. Ich halte lieber unten noch. Ach, sogar gerade, glaube ich, oder? Ach so, jetzt ist es zu. Gerade? Wow. Yep. Ich bin doch. Okay, passt. Perfekt. Inzwischen ist der Kleber endlich getrocknet und die beiden können das Mosaik verfugen. Fugenmeister drüber, die könnte ein bisschen dünner sein. Und dann die Kommode immer mal anheben, zum Vibrieren bringen, dass sich die Fugenmasse richtig zwischen die Steine setzt. Du bist so ein Eismann, komme ich mir vor gerade. Gelati. Geschafft. Und noch 2 Stunden sind übrig. 2 Stunden? Nee. Ja, super. 2 Stunden noch Zeit? Das ist ja geil. Hätte nie gedacht, dass wir es schaffen, oder? Das gibt's nicht. Wir haben es wow. Wieder geschafft. Auf das trinkt man jetzt was? Genau. Weil ich brauche jetzt unbedingt irgendwas. Na dann, Prost und Salute. Okay. Geschafft. Ui. Innerhalb von nur 34 Stunden haben sich die beiden ihren Toskana-Traum erfüllt. Die Arbeitsecke haben sie durch kreativen Upcycle-Einsatz aufgehübscht. Die Kaufhausleuchte ist einer selbstgebauten Flaschenlampe gewichen. Die Eulenrollos sind weg. Die neuen Jalousien bringen den Raum zum Strahlen. Sieht schön aus. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall gerne zu Gast mal in der Wohnung. So, der toskanische Stil hat einen Buddha, eine Ziegelwand aus Deutschland, ein Boot aus Indien und ein paar leere Flaschen.
finde da die Farbe noch nicht wieder. Ich glaube, ich muss da mal reingehen und das auf mich wirken lassen. Das solltest du tun, Marc, bevor du am Ende der Woche deine Profi-Punkte vergibst. Die zählen schließlich doppelt. So, ihr beiden. Ja. Toskanischer Stil, das war euer Wunsch. Wollt ihr machen? Ja. Genau. Dann erzählt mal, wie seid ihr drauf gekommen? Warum toskanischer Stil? Ja, dann ist Italiener. Nord oder Süd? Süden. Ah, und dann toskanischer Stil. Ihr muss Sizilien rein. Das gefällt mir nicht so kurz. Ne? Dann fangen wir da mal an und gucken uns mal die ganzen Sachen im Detail an. Gut. Ziegelmauerwerk. Ja. Okay. Du bist sicher, dass das alles so hält? Ja. Dein italienisches Gemüt in allen Ehren, mein Lieber. Aber du hast hier, habe ich gesehen, nur zwei Schrauben reingesetzt. Und dann hast du hier diese Schrauben. Ja, mit denen wird es nochmal befestigt, weil das sind Hohlraumdübel, die sind so tief und die halten das wieder praktisch nochmal. Siehst du, Marc, alles perfekt durchdacht. Aber es sind noch mehr Fragen offen. Schöne Lampe. Gut gemacht, schöne Idee, aber was ist daran toskanisch? Ja, das romantische Licht, das sie ausstrahlt. Romantico. Und das ist ein toskanischer Pastor, hä? Alte Grenze, ne? War ein bisschen größer, die Toskana. Okay, dann habe ich gesehen, habt ihr gestrichen. Genau. Wir wollten den so eine ganz kleine Spur dünkler haben. Die ist uns ein bisschen zu hell geworden, glaube ich. Dies sollte dunkler sein als das. Genau. Ja, wenn du das Licht ausmachst, klappt das vielleicht. Aber Ihr müsst euch eins merken, wenn er streicht. Wenn die Farbe draufkommt, dann ist es dunkler. Klar, das ist feucht. Genau. Wenn die trocknet, dann ist es immer ein bisschen heller oder viel heller. Okay, gut. Auch sehr schön. Auch hier das Mosaik. Ja. Habt ihr klasse hinbekommen. Gut geworden, sehr schön. Das gefällt mir übrigens am besten von allen Sachen. Wie viele Punkte der Profi-Handwerker den beiden gibt, erfahren Claudia und Gianni erst am Ende der Woche. Das Gütesiegel gibt's jetzt schon. Und ich bin jetzt gespannt, wie die Konkurrenz bewertet. Das ist ein nettes, sympathisches Pärchen. So als Pärchen finde ich, passen die gut zusammen. Ich glaube, sie war schon mehr so die Kreativere, die da so auch die Ideen hatte. Und er hat sie, glaube ich, mehr umgesetzt. Sie hat nicht so viel Ahnung gehabt, er schon mehr. Handwerkliches Geschick, würde ich schon sagen, war da. Ja, das auf jeden Fall. Das haben sie echt gut gemacht. Aber die meisten Sachen sind ja nur bearbeitet, zugeschnitten und befestigt worden. Also es ist nicht wirklich selber was gebaut worden. Dekorationsarbeiten waren das. Wenn ich so unser Projekt vergleiche, dann würde ich fast sagen, ja okay, in 8 Stunden würde ich das auch fertig bekommen. Genug gemosert. Was bedeutet das Ganze in Punkten? Deswegen geben wir Shani und Claudia 6 Punkte. 5 Punkte. Damit haben Gianni und Claudia 11 Punkte für ihr Toskana-Wohnzimmer abgestaubt. Ob Eva und Max mit ihrem Balkon einen Höhenflug machen oder Marthas Küche den Punktestand hochkocht, zeigt sich am Ende der Woche. Als Nächste in Action, die aufgetreten. Schrauben, Sägen, Siegen. Maschinenmurks mit Max und Eva. Peng ist kaputt. So, ihr Landratten. Leinen los zum Segeltraum oder Untergang. Das kann ja heiter werden.